Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Let's Play LS19 von der Nordfriesischen Marsch 1.5. Ja, und heute ist es dann soweit, liebe Leute, auch ihr könnt starten mit der 1.5 im Laufe des Tages mit der Download auf der Homepage verfügbar sein und natürlich dann auch irgendwie kurz danach auf einigen Mod-Seiten. Ja, was hat sich getan in der 1.5? Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben hier natürlich wieder unsere Fat Action YouTube-Kanalmitglieder. Da grüße ich natürlich erstmal die Neuen. Vielen, vielen Dank, dass sich da wieder neue entschlossen haben, hier meinen Kanal, die Nordfriesische Marsch, sozusagen mich und so, da regelmäßig zu unterstützen. Vielen, vielen Dank und natürlich als Danke dementsprechend die Tafel up to date. Die hat Shelly gerade gestern Abend nochmal wieder aktualisiert. Also sollte sich heute was getan haben, sorry, dann wird es nicht drauf sein, aber dann natürlich beim nächsten Mal. Ne? Also dementsprechend keine Scheu, wer sich jetzt natürlich anmeldet als Kanalmitglied, wird wohl dann auf der nächsten Version 1.6 auftauchen. Ich hatte zwischendurch überlegt, soll es jetzt tatsächlich schon die 1.5 geben, lasse ich mir noch mehr Zeit, aber ich dachte, na gut, einige warten schon auf die neuen Früchte und dementsprechend hat sich ja doch ein bisschen was getan. Ich gehe jetzt einfach nochmal kurz durch und zwar, wir haben ja die beiden neuen Modfruchtsorten, Sorghumhirse und Mischgetreide. Beides wird ganz normal gedroschen mit einem normalen Drescher, mit einem normalen Schneidwerk. Sorghum wird allerdings mit der Pflanzsäemaschine gesetzt, also mit der man auch Mais zum Beispiel anpflanzt, aber das Mischgetreide wird mit der normalen Säemaschine angesät. Vom Getreide her, Ertrag ist es natürlich ähnlich wie die anderen Sorten. So, das haben wir. Beim Landschaftsbau wird bei Grastextur jetzt auch Gras gepflanzt, das ist dieses Thema mit dem Patch 1.3. Kein Unkraut mehr im Gras, alle Früchte wachsen etwas langsamer. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der Shitstorm sozusagen. Also ich habe ein Stück auf euch gehört. Ich hatte ja überlegt, eine Wachstumsstufe pro Tag reicht. Aber die meisten, die in einer, ich sag mal, in der Standard einfachen Spielgeschwindigkeit spielen, sind da Sturm gelaufen, kann man sagen, und haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie es nicht gut finden würden, wenn ich da den Wachstum derart verlangsame. Ich habe es trotzdem verlangsamt, aber nicht so stark. Ich muss ja auch sagen, die Karte, klar, sollen vielen gefallen, aber soll natürlich auch mir gefallen und dementsprechend, ich werde mit langsamen Spielen wahrscheinlich mit dem Wachstum zwischendurch mal normal langsam und die einfach ja, über Nacht vorspulen oder natürlich mit Growth Control ein bisschen an den Wachstumsraten rumspielen. Bisher kann man sagen, es ist ca. 7 Stunden pro Wachstumsstufe. Im neuen Bereich werden es ca. 12, 13 Stunden pro Wachstumsstufe sein. Übergreifend über alle normalen anpflanzbaren Früchte. Ja, also das ist der Kompromiss. Ne? Meine erste Überlegung war pro Tag eine Wachstumsstufe. Jetzt haben wir sozusagen pro Tag in Normalgeschwindigkeit zwei Wachstum. So, Feldmissionen gehen jetzt auch für den Mond, für die Modfrüchte, Mohn, Roggen, Dinkel, Hirse, Sorghum, Mischgetreide. Also ne, KI-Bauern pflanzen jetzt auch die Modfrüchte an. BGA-Ballentrigger habe ich ein bisschen vergrößert. Sollte jetzt auch möglich sein, dass man bei der BGA Ballen ablädt und dadurch direkt verkauft und sie nicht mehr zwingend in den Trigger reinwerfen muss. Der Abladetrigger für die Anhänger ist nochmal ein bisschen kleiner, tiefer gesetzt, weil das in der letzten Version Probleme machte. Die Kollisionswände sind nochmals geändert, aber ich glaube, wir kriegen es nie komplett weg, dass da Silage in den Wänden backt. Ich weiß es nicht warum. Beim Bahnhof stehen die Kartons nicht mehr im Zaun, Gebäude beim Vierhändler ragen nicht mehr über die Straße. Bildende Gebäude beim Bäcker ist wieder da, Hallen bei Mischfutterfabrik und BGA haben in Kollision, Licht in den Hallen bei den BGAs. Ja, so viel dazu. Also ich fand es jetzt doch eine Kleinigkeit, dass man sagen kann, jo doch, das lohnt sich. Andere Leute hauen eine neue Map-Version raus, nur weil, keine Ahnung, Patch 1.3 ready ist oder weil eine Halle Kollision hat oder, keine Ahnung, eine Lampe weniger auf der Straße steht. Ich finde, das ist schon wieder eine ganze Reihe, so dass man sagen kann, doch, und dafür kann ich es euch zumuten, wer diejenigen, die Lust haben, die Map abzudaten. Ja, wer das Thema Fruchtwachstum in der Geschwindigkeit nicht haben möchte, dem möchte ich aber natürlich auch gerne sagen, wie er das ändern kann. Und zwar gar nicht so schwierig. Ihr braucht ja eigentlich nur einen ganz normalen Texteditor. Ihr nehmt die runtergeladene Map. Diese könnt ihr entpacken. Ganz normal mit WinRAR zum Beispiel, WinZip, was auch immer für ein Programm ihr für ZIP-Dateien nutzt. Dann findet ihr den Ordner FS19 NF Marsch. Dort geht ihr in den Unterordner Maps. Dort findet ihr die Datei Fruit Types, heißt genau Maps-Fruit-Types. Die öffnet ihr mit dem Notepad oder Texteditor mit dem Programm eurer Wahl. Und dort findet ihr einen Eintrag, der heißt Grow State Time. Also so wie Wachsen und die Zeit, also Grow State Time. Da steht jetzt 4 Millionen drin. Normal sind 2,4 Millionen. Also wer sich das wieder beschleunigen will, kann das natürlich machen. Jedem das seine, so wisst ihr Bescheid. Von daher,
Ja, ich hoffe, das war jetzt so. Ich habe es jetzt nicht gezeigt, aber ich denke, wir können das einigermaßen nachvollziehen. Ansonsten hört euch das nochmal an, wenn ihr das gerade so durchklickt. Und dann findet ihr schon die passende Datei und findet auch schnell den Wert. So, aber ja, jetzt habe ich hier schon wieder 5 Minuten rumgeredet und noch nichts geschafft. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was schaffen heute. Wo sind wir denn hier? Dreschen. F19 dreschen 13 Meter. Den haben wir auch noch nicht zugeordnet. Und das ist doch mal gleich hier reinpacken. Am nächsten, am naheliegsten. Genau, den fährt zumindest der erste Drescher schon. Wo ist der zweite? Da ist er. Da hat sogar den Kurs behalten. Nächster passende, ich weiß nicht, ob er den richtigen nimmt. Nimmt er. Ja, dann habe ich natürlich noch ein paar, die Silos sind auch abgedatet logischerweise. Die müssen ja für die neuen Modfrüchte wieder fit gemacht werden und sind nur also Sorghum und Mischgetreide könnt ihr hier einlagern und gleichzeitig, weil viele es auch geschrieben haben, habe ich das Rohr hier ein bisschen weiter rausgesetzt, ein bisschen verlängert. Ich denke, das sollte jetzt passen, dass man hier einigermaßen ordentlich dran vorbeikommt mit seinem Gespann. Ich denke, das passt schon. Gut. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, liebe Leute. Das meiste war jetzt schon bekannt, ne, von der Vorstellung am Montag. Und heute jetzt am Donnerstag haben wir das Final. Dementsprechend, ja. Wer fährt da hinten rum? Sollte sich schon lohnen, dementsprechend da ein Update zu fahren. Ihr braucht, wie gehabt, nicht zwingend einen neuen Spielstand. Manchmal macht der Schwatt Probleme, das haben wir schon gesehen hier von der Farbe her. Ich lasse es jetzt aber erstmal so. Ich habe den Tipp gekriegt, wie man das vielleicht zurücksetzen kann. Ja, ich muss ja sowieso überlegen, ob ich mal Fruchtsorten und so zurücksetze. Aber erstmal wollen wir jetzt unsere Ernte hier zu Ende fahren. Vorne haben wir noch ein Hirsefeld und ein Mohnfeld. Das wirkt jetzt auch erntereif. Ich denke, sobald das hell ist, und jetzt gehe ich mal wieder auf mal 30, damit wir die Nacht rumkriegen, werden wir anfangen können, unsere Mottfrüchte hier zu ernten. Hafer. Da kaufen wir noch eine Ladung. Wir wollen ja noch einen Big M kaufen. Und den Big M habe ich jetzt auch flott gemacht. Ich hoffe, der funktioniert gut. Ansonsten, ja, müssen wir den wieder verkaufen. Aber ich habe den Preis angepasst, weil diese 180.000 waren ja doch nicht so wirklich stimmig. Der kostet jetzt, glaube ich, 425.000. Mäht nicht irgendwie mit 40 km/h oder so, sondern, glaube ich, habe eingestellt 20 km/h. Also freuen wir uns auch schon auf die nächste Grasernte, jetzt mit dem Big M. Da können wir jetzt auch anfangen, den Cosplay-Kurse für fertig zu machen. Aber nee, wir lagern eine Ladung Hafer, lagern wir einen, ne? Wie die Pferde langfristig gesehen, da müssen wir beim nächsten Mal nicht unbedingt Hafer anpflanzen. Bei Hafer schon praktisch ist. Es ist vom Ertrag nicht so schlecht und es bringt nicht ganz, also vom hier Verkaufspreis nicht so schlecht und ist nicht so anstrengend abzufahren, weil das natürlich ähnlich gelagert ist wie Raps oder Soja. Da kommt pro Hektar nicht so viel raus. So wie beim Mohn zum Beispiel auch, als vergleichbare Frucht. Die Nacht ist ganz schön hell heute. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Vollmond. So, Anhänger full. Dann lassen wir gleich einlagern im Hofsilo. Und ich glaube, wir kriegen fast nochmal eine Anhängerladung voll und die können wir dann ja verkaufen. Dann auch nicht lange, dann sind wir mit Dreschen auf dem Feld durch. Wir könnten den kleinen Drescher theoretisch auf ein Feld setzen. Oder kommen wir dann auch wieder nicht hinterher? So, Hafer wird eingelagert. Passt, wird auch gut geschrieben. Bisschen Hopfen, bisschen Roggen hatten wir schon drin und wir hatten ja, glaube ich, auch Heu und Stroh. Stroh 40.000, Heu 73.000. Das sieht ganz gut aus. Und die Pferde sind jetzt pro Stück 12.000 wert.
Lexion 780 sollte aufgetankt werden. Das muss der erste sein. Echt jetzt? Dann sollten wir damit einmal zum Hof fahren oder erstmal gucken, ja, wie dringend denn die Geschichte ist. Ja, da hat schon ein paar Hektar gedroschen, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir kennen uns ja auch schon aus mit auf dem Feld stehen bleiben und so, und das wollen wir hier nicht. Er hat noch 220 Liter drin und meckert jetzt schon, oder sagt jetzt schon Bescheid. Aber es ist halt ein Viertel, ne? Aber damit haben wir auch 10 Betriebsstunden schon rum, also ich glaube, da brauchen wir uns keinen Stress machen, das steht jetzt erstmal länger da drin. Hat mir überlegt, ob wir Stroh sammeln. Hier, der sieht so aus, als wäre noch nicht fertig, oder? Was machen unsere Mission? Aktiv, aktiv, aktiv. Jetzt 16. Gut, macht weiter. Denn ich glaube, mit dem wollten wir rüber zu Feld 10. Dünger hat er auch noch genug. Und dann haben wir das alles wieder am Laufen und es wird gleich wieder hell. Das war mal schön. Haben wir da einen Kurs für? Stimmt, oder? Bringen F10. Lass mal am ersten Wegpunkt anfangen und am Fahrer einsteigen. Dann müsste das auch eigentlich hinkriegen. Wenn wir bei Zeiten mal gucken. So, Drescher 53%, dann sollen wir die mal wieder leer machen, jetzt wo sie auf der richtigen Seite fahren. Und 70.000 Hafer kommt man noch echt lange hin bei den Pferden, also das ist die komplette nächste Generation, glaube ich, sogar schon mit eingerechnet, also ich meine, klar, der Pflanzenwachstum ist jetzt nicht mehr ganz so schnell, aber wenn man spult, weiß man selber, geht es trotzdem immer noch schnell. Aber man kann jetzt auf langsam stellen und hat ganz in Ruhe, glaube ich, den ganzen Tag Zeit, um den zu mähen. Muss nicht immer ausmachen, anmachen, ausmachen, anmachen, ausmachen. Sondern, ja, find's besser. Und nicht alles kann jedem gefallen, muss man natürlich auch sagen. Einfach so. Ja, guck, Lohndienstleistungen auf der 16 sind abgeschlossen. Das hört sich nach Geld an für uns. Und das Geld läuft natürlich auch hoch pro Stunde aktuell. Ne? In der 30-fachen Geschwindigkeit bringen unsere Ferienhäuser jetzt ganz gutes Geld. Aber ja auch schon die Frage, ob es überhaupt Geld macht, wann man pro Stunde nur 350 kriegt oder so und die 500 Euro Unterhalt kosten. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber nee, die Unterhalt zahlt man nur einmal und das andere ist halt pro Stunde. Ne? 24 Mal pro Stunde Einnahme und Unterhalt dann einmal abziehen. Das lohnt sich schon. Ein paar platzierbare Gebäudemods hier mit drauf zu bringen. Ich will auch die kleine Windmühle bald hier am Hof pflanzen. Bald wir den Big M haben und wieder ein bisschen Geld. Wahrscheinlich nachdem wir hier Hafer verkauft haben. So, achso, warte mal. Hat er denn Feldarbeit drin? Ne, kein Wunder. Wo ist denn der Heini, der... Muss ja nicht noch weiterfahren, ne? Wenn wir die Mission gleich beenden, Feld 16 düngen, das bringt immer so richtig Geld. Alles andere sind Ernten- und Beinpressen-Missionen. Was ist das noch? Ernten auf der 5, nö. Erstmal nicht, vielen Dank. Düngen auf der 14. Das ist natürlich von hier sehr gut.
Aber nur hier rüber und fertig. Weiß gar nicht, ob wir dafür ein Kursplay haben. Es würde aber, also wir könnten auch von hier einen Standard-Helfer einfach fahren lassen. Das wird er schon schaffen, denke ich. Wo wir jetzt den Kursplay raussuchen. Nehmen wir mal einen Standard-Helfer. Der soll ja auch seine Daseinsberechtigung haben. Der fährt gleich noch einmal zurück, dann ist die Bahn durch. Der fährt jetzt die ganze Zeit mit einer offenen Klappe. Schlimmeres, ne? Und hier fehlt auch nicht mehr so viel. Schön, schön. Ja, es ist eine gute Frage, warum wir nicht schon mit einem kleinen Drescher könnten auf einem Feld schon anfangen. Aber es lohnt jetzt nicht wirklich. Machen wir vielleicht am Wochenende. Und mit zwei Drescher auf einen, aber ja, müssen wir mal gucken. Ja, hier funktioniert es ja aktuell sehr, sehr gut. Mit 446.000 dürfen wir uns eigentlich in der nächsten Folge morgen schon mal den Big M gönnen, mal zum Antesten, denke ich, dass wir es morgen machen. Der Verzehr hat die Arbeit beendet. Wie kann das sein? So war es nicht gewollt. Gehen wir jetzt hier nochmal los. Ja, der fährt auch. Wenn die beiden durch sind, das werden wir wahrscheinlich auch in der morgigen Folge erleben, die Leute. So, passt schon. Der andere Drescher fährt dann auch zurück. Dann machen wir den gleich auf der Rückweg leer. Und dann würde ich behaupten, war es das für heute, die Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es ein bisschen gefallen hat, natürlich gerne ein Like da lassen. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr jetzt von 1.5 haltet. Schreibt mit rein, wenn ihr sagt, ne, 1.5 spiele ich nicht, weil Wachstum ist mir zu langsam. Oder sagt ihr ja doch die Lösung, dass ich euch versucht habe zu erklären, wie ihr innerhalb von 2-3 Minuten das Thema für euch selbst entscheiden könnt, wie schnell euer Wachstum sein soll. Ja, dementsprechend ist natürlich klar, wenn man seine eigene Karte verändert, ist sie nicht mehr Multiplayer fähig, aber viele sind nicht fähig, mit anderen zu spielen, die diese Version nicht haben. Aber insgesamt kann natürlich jeder, der alleine spielt, auch dementsprechend nur im eigenen Netzwerk, auf dem eigenen Server, sich das so zurecht basteln, wie er denn gerne haben möchte. Ja, die Karte, wenn ihr auf anderen Mod-Seiten aktiv seid, ist klar, dürft ihr gerne einstellen unter Verwendung des Original-Download-Links. Vielen Dank fürs Verbreiten und ich weiß, es gibt immer Mod-Klau-Seiten, das geht so schnell. Praktisch habe ich die Karte selbst noch gar nicht veröffentlicht, da ist sie schon auf einer Mod-Klau-Seite gefühlt. Ist immer ein bisschen schade, geht aber allen so, kann man nicht ändern. Da hilft uns auch nachher das Urheberrechts-Blabla nicht weiter. Das ist ja alles für die Katz, kann man sagen. Na gut, vielen Dank, bis morgen, viel Spaß mit 1.5 und tschüss.